Holz stark zu befreien. Start ist frei für unser sechstes Rennen, das Atos Duke-Rennen, ein Amateurfahrer mit 12 Teilnehmern. Marcel ist der ganze Liga 1, Madness voneinander, daneben mit der 2, Lotte Greenwood, Wims Alster, die 3, Messiah, Katharina Kramer haben die 4, I Dream With You, Samantha Stalker, die 5, Amaxa, Silvia Raspe, die 6, Sela Kenio, Lenita am Start Nummer 7, Hövings, Beamer, Lady Gans, Auskamp, Flügel mit der 8, Toni Böker. Und dann in zweiter Reihe mit Kamerad, Startnummer 9, Hermann Josef Reingraben, Wunderwald, die 10, Hüppelwippüpp, Maximilian Gerding, die 11, Kimberly Fortuna, Mariska Mittelwert, und Karin Hasler, die 12, Nicole Holzschuh. Meter bis zum Start und jetzt hat es funktioniert. Start ist erfolgt. Fehler zu Beginn von Madness beginnt hier im Galopp und die Spitze dritter Spur, dazwischen dann Kimberly Fortuna und am Ende des Hauptfeldes nach dem Startfehler, am Ende des Feldes nach dem Startfehler, das ist Madness. 16:6 die erste Zwischenzeit. Mitte der Geraden Marcel Vorn, Marcel an der Spitze, Lotte Greenwood und außen I Dream With You, das sind die unverändert ersten drei Pferde, dann die nächsten beiden Pferdchen, Lady, dann Kamerad Messiah, Amaxa außen, vor Kimberly Fortuna, Cela Kenyu an der Innenseite und dann Aya und dahinter auch Amaxa bereit für die Zielgerade, die jetzt in Angriff genommen wird. Marcel und in der Mitte Nessaya greift an, hat bereits den Vorteil, Fehler von Cela Kenyu hinter dem Feld, Nessaya vorn, versucht sich hier abzusetzen, jetzt kommt an der Außenseite der Speed von Kimberly Fortuna, aber Nessaya marschiert und wird gewinnen. Nessaya leicht voraus, gewinnt von Kimberly Fortuna, dann Lotte Greenwood. 3 und 4, dahinter vielleicht Marcel mit Rang 5, da war es aber auch noch eng. 14:0 die letzte Zwischenzeit. Glückwunsch, danke. Komm, Babi, komm. Komm, Chef, komm, Blümchen noch. Komm, Chef, Oma muss auch noch. Komm, Chef, komm. Chef, Chef, Chef. Chef. So, können wir? Ja. Kann das sein? Wollt ihr die übernehmen? Ja, gleich. Genau. Ja, genau. Auf to be a farrier. Alles gut, Marco? Marco, fahr. Geht das schon wieder? Ja. Können wir in Ruhe? Okay. Marco, Marco. So, die Musik ist auch erstmal ein herzlichen Glückwunsch. Das war ein starker Sieg, ist die Oma denn stolz? Und Katja, du hast dich tierisch gefreut. Ich habe mich auch für dich gefreut. Du weißt, ich schätze euch sehr für euren jahrzehntelangen Dienst im Wappensport. Ich kriege hier eine Gänsehaut.
weil ich finde das unfassbar. Ich mag die unwahrscheinlich. Wir kennen uns auch schon weit über 30 Jahre. Und du bist dem Sport so positiv verbunden. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie glücklich mich das macht. Ja, vielen Dank für deine Worte. Ja, ich bin mit dem Sport aufgewachsen durch meinen Opa. Und von daher bin ich auch nichts anderes und bin immer dabei gewesen. Du bist immer dabei geblieben und ist die Oma denn auch so, dass sie sagt, ja, ich freue mich total, dass sie mit dem Sport so verbunden sind? Ja, ich meine, das Schöne ist, dass die Katja wieder zurück ist aus Italien, ne? Katja, vermisst du manchmal Italien oder sagst du, nee, ich bin jetzt schon wieder mit Deutschland verwurzelt? Also, es ist auch schön, wenn man einen Pferd, die man halt von klein auf hat, selbst gezügelt, mehr oder weniger. Ich hatte ihre Mutter schon und ja, dann hat sie selber eingefahren und denen alles beigebracht. Und wenn man dann mit denen ins Ziel fahren kann, dann macht sie viel Spaß. Wie ist das denn? Du hast deinen Lebensgefährten mitgebracht aus Italien, den Marco. Sag er nicht mal, ich will wieder nach Hause. In Urlaub. Ja, im Winter natürlich. Wenn es schlecht Winter ist und wir dann die Regen haben und gut schlafen. Elf, und dann hast du zwei Pferde am Ablauf. Ich habe meinen persönlichen Favoriten von den beiden. Hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, nämlich die Star Nummer 4, die ist hier, und die Star Nummer 9, All My Dreams. Ich habe eine riesen Meinung von All My Dreams. Ja, sie ist eine sehr große Stute und ja, deshalb auch die auch noch die Zeit, die man bis heute. Aber die letzten Meisterschaften waren besser als der Forschungsspiel direkt. Da hatte zweimal eigentlich weg. Einmal umfahren und ja, einmal auch irgendwas anderes. Also ich denke, auch wenn die Stadt nochmal neu ist, dann war die Reihe. Aber die kann sehr schlau. Ich bin so, wie sie auch geschaut haben. Also ich bin die Leute auch noch mehr. Ich finde es süß, dass wir hier dieses Rennen heute Abend anstehen. Ja, super. Also, immer weiter. Wir hoffen, gerne weiter. Ich habe mich auch gehört, Ton. Dann freuen wir uns. Ich freue mich, dass wir uns nachher wieder. Einfach mit dir.